Ja, hallo alle zusammen und auch hallo alle zusammen, die gerade zuschauen. Wie schon erwähnt, ich heiße Daisy und bin seit 3 Jahren bei der Celebrate Life Church dabei. Heute machen wir mit der Serie Relationships weiter und für mich ist es echt eine große Ehre, darüber hier zu sein und über Beziehungen sprechen zu können. Beziehungen sind wichtig, wir alle brauchen sie. Gott hat uns so gemacht. Aber so sehr wir sie auch brauchen, brauchen Beziehungen leider, sind sie nicht einfach und sie fordern Zeit und Energie. Bestimmt sind einige von euch, wie auch ich, schon mal in einen Konflikt mit euren Eltern, euren Lebensgefährten oder euren Freunden geraten. Und vielleicht wurde dieser Konflikt so groß, dass ihr irgendwann mal gedacht habt, ich kann auch alleine sein, also ich brauche niemanden. Naja, das ist mir schon mal passiert, mal das eine oder andere. Natürlich ist dies aber nicht die gesündeste Lösung und würde das Hauptproblem auch nicht lösen. Damit wir gute Beziehungen pflegen können, müssen wir lernen, wie wir Stress und Druck reduzieren. Heute möchte ich euch 6 verschiedene Wege zeigen, wie man am Beispiel von Ruth und Naomi lernen kann, eine harmonische Beziehung zu führen. Dafür möchte ich euch zuerst Ruth und Naomi vorstellen. Wer sind die zwei? Naomi ist eine Frau aus Bethlehem, die mit ihrem Mann und ihren 2 Söhnen von Bethlehem nach Moab gezogen ist. Damals gab es eine Hungersnot und das war die einzige Möglichkeit für die zu überleben. Ihre Söhne heiraten dann später 2 Frauen aus Moab, eine hieß Oprah und eine hieß Ruth. Unglücklicherweise sterben nach einiger Zeit ihre 2 Söhne und ihr Ehemann und hinterlassen die 3 Frauen zurück. Nehmen wir mal an, du bist heute aufgewacht, hast dich angezogen, hast dein Frühstück gegessen und hast an die Kirche gedacht. War dein erster Gedanke, ich gehe heute in die Kirche, weil ich für jemanden heute ein Segen sein möchte? Nun, wenn wir ehrlich miteinander sind oder zu uns sind, war dies nicht für die meisten von uns nicht der Fall. Und ich sage das nicht, weil ich euch verurteilen möchte oder weil ich jemanden verurteilen möchte, sondern weil es Teil unserer menschlichen Natur ist. Immer zuerst an uns selbst denken, bevor wir an andere denken. Ich mache das natürlich auch. Naja, nicht heute, weil ich hoffe, weil ich hier bin und euch was lehren möchte. Deswegen war mein heutiger Gedanke natürlich, dass ich heute jemanden segnen möchte, sonst wäre ich nicht hier. Aber normalerweise, wenn ich in die Kirche komme oder wenn ich an die Kirche denke, ist mein erster Gedanke mit Hoffnung verbunden, dass ich gesegnet werde oder wie ich mich fühlen werde, wenn ich in die Kirche komme und nicht, wie ich jemand anderen segnen kann. Und wie gesagt, das ist total normal für unsere menschliche Natur. Aber um Stress in Beziehungen zu reduzieren, ist es wichtig zu lernen, dass wir manchmal die Bedürfnisse und Ziele anderer Menschen vor unseren eigenen stellen sollen. Genau das hat Ruth getan. Sie hat Naomis Bedürfnisse vor ihre gestellt. Und deshalb ist das Erste, was wir heute von Ruth lernen können, wie wir manchmal selbstlos sein müssen, um unsere Beziehung zu stärken. Naomi hat, wie schon erwähnt, ihre Familie verloren, bis auf ihre Schwiegertöchter. Und als um uns ältere Dame ohne Ehemann zu überleben und ohne Einkommen, entscheidet sie sich, zurück nach Hause zu gehen, in ihre Heimat, nach Bethlehem. Sie hat gehört, dass sich die Situation in Bethlehem mittlerweile verbessert hat und sie hofft dort auf ein besseres Leben. Da sie ihre Schwiegertöchter nichts mehr bieten kann, glaubt sie, dass es am besten ist, wenn Ruth und Oprah in Moab bleiben bei ihren Familien. Als sie sich von den beiden verabschieden möchte, lässt Ruth das nicht zu und sagt zu ihr. In Ruth 1,16 können wir lesen. Aber Ruth erwiderte, besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll der Herr mich hart bestrafen. Stell dir vor, du bist jung, du hast gerade deinen Lebensgefährten verloren und hast noch keine Kinder. Du weißt, dass deine Eltern dich mit offenen Armen empfangen würden und dass du bei ihnen ein angenehmes Leben führen könntest. Würdest du nicht direkt zurück nach Hause gehen oder sogar rennen? Zumindest ich würde es. Ruth wollte das nicht. Sie wollte nicht, dass ihre Schwiegermutter alleine in ein Land ging, in dem sie nicht mal wusste, ob sie überhaupt überleben würde. Wenn man darüber nachdenkt, ist Ruth nicht nur Naomi gefolgt, sondern auch dem Gott, an dem Naomi geglaubt hat. In Johannes 15,13 können wir lesen.
Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ich weiß, dass die Welt, in der wir heute leben, uns was anderes lehrt. Sie lehrt uns, dass wir unsere Bedürfe an erste Stelle setzen sollen und dass wir zuerst an uns selbst denken sollen, bevor wir an andere denken. Und manchmal, wenn wir ehrlich sind, ist es wahr. Manchmal müssen wir unsere Bedürfnisse an erster Stelle setzen. Aber es hat dann mehr mit persönlichen Grenzen zu tun und nicht mit Egoismus. Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt. Um Stress in Beziehungen zu reduzieren, müssen wir lernen, wo unsere persönlichen Grenzen liegen und wie wir uns um uns selber kümmern. Jetzt schaut er mich an und denkt, hast du nicht gerade gesagt, ich muss selbstlos sein? Ja, habe ich. Aber Selbstlosigkeit ist eine Frage der Herzenseinstellung. Denn du kannst nur deinen Nächsten wie dich selber lieben, wenn du lernst, dich auch selbst zu lieben oder zu ehren, stimmt's? Ich könnte über dieses Thema stundenlang reden. Aber im Prinzip bedeutet Selbstliebe im biblischen Aspekt zu wissen, wie kostbar wir in Gottes Augen sind. Und genau deswegen ist es wichtig zu lernen, wo unsere persönlichen Grenzen sind und diese auch zu kommunizieren. Sogar Gott hat Grenzen. Er schuf sie zum Wohle der Ordnung, des Eigentums und des Schutzes. Im Buch Boundaries von Townsend & Cloud lesen wir, Gott definiert sich selbst als ein eigenständiges Wesen. Und er ist für sich selbst verantwortlich. Er definiert und übernimmt Verantwortung für seine Persönlichkeit, indem er uns sagt, was er denkt, fühlt, plant, erlaubt und nicht zulässt. Was er mag und was er nicht mag. Um auf meinen ersten Punkt zurückzukommen, Selbstlosigkeit ist eine Entscheidung, die Ruth bewusst getroffen hat und nicht, weil sie unter Druck gesetzt worden ist oder weil sie jemanden gezwungen hat. Sie wollte es tun und sie wusste, dass Gott es auch so wollte. Genauso ist es mit unserer Beziehung zu Gott. Er zwingt uns nicht, ihn zu lieben oder zu folgen. Er gibt uns die Wahl. So, jetzt Haar weg. Außerdem hat jeder Mensch Bedürfnisse. Manchmal sind wir gestresst, manchmal fühlen wir uns nicht gut und müssen in die Kirche kommen, damit wir gesegnet werden. Es ist wichtig, uns selbst zu analysieren und zu lernen, wo unsere persönlichen Grenzen liegen und diese auch klar zu definieren. Ich weiß noch, wie ich an einem Tag sehr müde war. Und ich wollte einfach nur relaxen. Als plötzlich mein Handy klingelte und meine Freundin mich anrief und meinte, hey, ich will unbedingt in die Stadt kommen, lass uns treffen. Und ich sagte, nö, ich will nicht. Aber es hat einfach nicht aufgehört. Sie wollte mich einfach rumgemacht und hat mich dann auch überredet. Und ich bin dann auf den Weg in die Stadt gegangen. Habe mich dann auf den Weg in die Stadt gemacht. Die Fahrt dahin war eine reinste Katastrophe. Mein Zug blieb stecken. Dann musste ich den Zug wechseln, habe aus Versehen den falschen genommen und ich war einfach nur genervt. Und als ich endlich mich an meine Endstation näherte, war ich innerlich so wütend, dass ich dachte, wenn ich sie dann sehe, sage ich ihr, sie hätte nicht meine Grenzen überschreiten sollen. Dann traf es mich. Es war meine Schuld und nicht ihre, weil ich meine Grenze nicht klar gesetzt hatte. Wenn wir uns dafür entscheiden, die Bedürfnisse eines anderen vor uns unsere zu stellen, müssen wir dies mit ganzem Herzen tun. Sonst ist die Gefahr einer möglichen Unzufriedenheit sehr hoch. Und dies wiederum führt zu stressigen Beziehungen. Apropos Grenzen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Um Stress in unseren Beziehungen zu reduzieren, ist es wichtig, respektvoll miteinander umzugehen. Genauso wie wir unsere Grenzen setzen und möchten, dass andere sie respektieren, genauso ist es wichtig, unsere Freunde und deren persönlichen Grenzen zu respektieren. Lesen wir mal zusammen Matthäus 7,12. Behandelt die Menschen stets so, wie ihr vor ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Das ist echt stark. Respekt ist in jeder Beziehung wichtig. Auch wenn die Person, mit der wir es zu tun haben, es uns manchmal nicht leicht macht. Wenn wir zurück zu unserer Geschichte von Ruth und Naomi gehen, können wir lesen, dass Naomi sich nicht in einer guten Verfassung befand. Ich meine, wie konnte sie? Sie hatte gerade ihre Söhne und ihren Mann verloren. Als die Frauen in Bethlehem ankam, riefen Naomis alte Freundin ihren Namen und Naomi antwortete darauf. In Ruth 1,20 können wir lesen. Nennt mich nicht länger Naomi, erwiderte sie. Nennt mich Mara,
Denn der allmächtige Gott hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückgehen. Warum nennt ihr mich also noch Naomi? Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leben zugefügt. Mara bedeutet im Hebräischen verbittert. Somit könnt ihr euch vorstellen, wie Naomi sich in dem Moment gefühlt hat und dementsprechend benommen hat. Und jetzt versuchen wir uns mal in Ruths Situation zu versetzen. Ruth, die ihre Heimatstadt verlassen hat, um ihre Schwiegermutter zu unterstützen und zu folgen, verbringt 24 Stunden in der Wüste mit ihr. Laut einigen Bibelforschern hat der Spaziergang ca. 7 bis 10 Tage gedauert. Das heißt, es waren Ruth und Naomi 7 bis 10 Tage in der Wüste. Ja? Stellt euch das mal vor. Ich glaube, dass es in solchen Situationen leicht ist, den Respekt zu verlieren. Ich meine, ich kann nicht mal den ganzen Tag mit jemandem im Auto verbringen oder einen ganzen täglichen Roadtrip machen, ohne dass ich irgendwie genervt werde von der Person. Also nicht mit jedem, aber manche Leute schon. Und stellt euch vor, ich würde in der Wüste 7 Tage lang mit einer Person verbringen, die halt gerade verbittert ist. Ich bin echt sehr dankbar, dass ich den Heiligen Geist habe, weil ich weiß, dass er mich da durchbringen würde. Lesen wir mal zusammen, was in 1. Petrus 2,17 steht. Achtet alle Menschen und lebt eure Brüder und Schwestern. Habt Ehrfurcht vor Gott und bringt dem Kaiser den schuldigen Respekt entgegen. Ja, genau, auch den Kaiser, und damit meint man halt die Vorgesetzten. Respektlosigkeit schadet einer Beziehung langfristig. Und es gibt keine Entschuldigung für schlechtes Benehmen. Auch für Gott ist es wichtig, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Das Wort Ehre wird in der Bibel 185 Mal erwähnt. Mein nächster Punkt ist Wertschätzung. Sich gegenseitig zu validieren, ermutigen und wertzuschätzen ist essentiell. Laut einer Studie sind folgende 4 Gründe die Hauptgründe, warum wir die meisten Paare streiten. Nicht genug Liebe oder Zuneigung, mangelnde Kommunikation, zu wenig Aufmerksamkeit, nicht gewürdigt werden oder nicht wertgeschätzt zu werden. Habt ihr auch nicht manchmal dieses Gefühl oder hattet ihr auch nicht mal in eurem Leben das Gefühl, ihr seid nicht gewertschätzt? Das ist nicht so ein tolles Gefühl. Diese Punkte sind auch bei unseren anderen Beziehungen nicht anders. Um Stress in unserer Beziehung abzubauen, sollten wir auch auf die Bedürfnisse und Bemühungen der anderen Person achten. Übrigens, sich nicht geliebt, gewürdigt und wertgeschätzt zu fühlen, ist auch einer der Hauptgründe für Depressionen. In 1. Thessaloniker 5, 16-18 lesen wir: Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten. Dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Dankbarkeit und Wertschätzung sind auch für Gott sehr wichtig, wie ihr seht. Damit zeigen wir nicht nur unsere Liebe für andere und für ihn, sondern wir lernen auch, uns auf die guten Dinge zu konzentrieren und auf die Dinge, die wir haben, anstatt an die wir nicht haben. Zurück zu Ruth und Naomi. Wie wir wissen, sind sie gerade in Bethlehem angekommen und müssen jetzt einen Weg finden zum Überleben. Da es Zeit ist für die Gerstenernte, beschließt Ruth, die übrig gebliebenen Körner auf den Feldern zu sammeln, mit der Hoffnung, dass sie jemand einstellt und sie einen Job findet. Somit macht sie das den ganzen Tag und arbeitet umsonst an einem Feld. Zufälligerweise gehört das Feld, das sie sich aussucht, einem wohlhabenden Verwandten von Naomi namens Boas. Boas hatte gehört, was Ruth für Naomi getan hat und gibt ihr was zu essen, was zu trinken und einen Job. Darauf hinaus stellt er sicher, dass keiner der Männer auf dem Feld ihr irgendwelchen Schaden zufügt. In Ruth 2,10 lesen wir: Da warf Ruth sich vor ihm nieder und fragte: Womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Boas antwortete: Man hat mir berichtet, wie du seit dem Tod deines Mannes deiner Schwiegermutter beigestanden bist oder hast. Deine Eltern und dein Land hast du verlassen und dich einem Volk angeschlossen, das du vorher nicht kanntest. Du bist zum Herrn, dem Gott Israels, gekommen, um bei ihm Schutz und Zuflucht zu finden.
möge er alle deine Taten reich belohnen. Puh, wir können Wertschätzung auf viele Arten zeigen und eines davon sind Worte. Ich möchte euch heute 7 Sätze mitgeben, die ihr benutzen könnt, um euren Lebenspartner, Familienmitglied oder euren Freunden oder Mitarbeiter Wertschätzung zeigt. Lest mal bitte mit mir mit laut. Ich bin dankbar für deine Unterstützung. Ich weiß es zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich schätze die Erkenntnisse und Anleitungen, die du gibst. Ich schätze das Vertrauen, das du mir entgegenbringst. Es war sehr Aufmerksamkeit von dir. Danke für alles, was du machst. Du bist der Beste oder die Beste. Jetzt möchte ich, dass ihr eine dieser Sätze aussucht und es euren Nachbarn sagt. Danke. Danke, Tobi. Ist es nicht ein tolles Gefühl, diese Worte zu hören oder sie auch zu sagen? Der nächste Punkt ist, dass wir manchmal unseren Stolz beiseite legen müssen. Demut ist eines der schwierigsten Dinge für uns Menschen. Sie bedeutet, sich zu entschuldigen, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Zu akzeptieren, dass die Idee eines anderen besser ist als unsere. Oder jemanden zu vergeben, der um Vergebung bittet, obwohl wir es nicht möchten manchmal. Demut ist nichts anderes, als zu lernen, unseren Stolz beiseite zu legen, wenn wir es benötigen oder wenn es nötig ist. In Epheser 4,2 lesen wir: Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein. Wir können anhand vieler Beispiele lesen, dass Ruth eine demütige Frau war. Und um es besser zu verstehen, möchte ich eines dieser Beispiele mit euch teilen. In der Hoffnung, einen Ehemann zu gewinnen, sagte Naomi eines Tages zu ihr: Meine Tochter, ich muss für dich ein Zuhause finden, in dem du gut versorgt bist. Sie ratet ihr, sich frisch anzuziehen, schöne Kleider anzuziehen und sich frisch zu machen und sich dann in die Scheune zu gehen, in der Boas schläft, wo sie sich dann bei seinen Füßen legen soll. Ruth tut das. Und als Boas aufwacht und sie an seinen Füßen findet, ist er überrascht. Als symbolischer Akt der Verlobung bittet sie ihm, sein Gewand über sie zu werfen. Dadurch, dass Boas ein Verwandter ist, hat er das Recht, sie zu heiraten, als Eigentum von Ruths verschobenen Mannes zu übernehmen und gleichzeitig für sie zu sorgen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, damit ihr euch die Situation besser vorstellen könnt. Jetzt lasst uns mal uns in Ruths Lage versetzen. Sie ist jung. Sie könnte jeden Mann heiraten, den sie möchte. Und vielleicht auch jemanden aussuchen, der so alt ist wie sie. Aber stattdessen hört sie nicht nur auf Naomi, sondern folgt auch den Bräuchen ihres Landes. Boas, der über Ruths Tat geschmeichelt ist, sagt zu ihr: Der Herr segne dich. Jetzt zeigst du noch viel mehr als bisher, wie sehr dir die Familie deiner Schwiegermutter am Herzen liegt. Du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, obwohl du sicher auch einen Wohlhabenden hättest finden können. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich werde deine Bitte erfüllen. Jeder hier in Bethlehem weiß, dass du eine ehrbare junge Frau bist. Natürlich will ich jetzt nicht damit sagen, dass ihr zu den Jungen oder zu den Mädchen hinrennen sollt, die ihr mögt und euch vor die Füße legen sollt oder werfen sollt, damit ihr euch heiratet. Macht das nicht. Wir sind schon über solche Bräuche hinaus und heute läuft alles natürlich ein bisschen anders. Aber wir haben alle täglich die Möglichkeit, Demut dem Ego vorzuziehen, indem wir zum Beispiel andere zuerst in den Zug einsteigen lassen, der älteren Dame oder den älteren Mann den letzten Platz im Bus überlassen. Oder indem du deiner Frau sagst, dass sie recht hat, weil sie immer recht hat. Mein letzter Punkt für heute ist das Kommunizieren. Kommunikation ist mehr als nur eine Fähigkeit, sich zu äußern. Kommunikation bedeutet auch zuzuhören. Wenn wir zum Beispiel mit Gott kommunizieren, ist der erste Schritt, dieser Kommunikation zuzuhören. Gutes Kommunizieren kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Zum Beispiel kann es passieren, dass wir manchmal verletzt sind und die Person gegenüber uns weiß es nicht mal, dass sie uns verletzt hat. Oder wir sind gestresst und brauchen Zeit,
und die Person, unsere Freundin oder unsere Kumpel, weiß das nicht und überschreitet unsere Grenzen, wie schon erwähnt. Wir müssen unsere Grenzen kommunizieren und sie auch definieren. Das Kommunizieren unserer Gefühle und Gedanken kann das Leben so viel einfacher machen. Der Schlüssel zur erfolgreichen Kommunikation ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Lass uns mal zusammen Jakobus 1,19 lesen. Ihr könnt gerne auch laut mitlesen. Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid sofort bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet und hütet euch vor unserem unbeherrschten Zorn. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Das ist schon ein sehr starker Vers und ich denke, daran kann man sehr viel lernen. Bei der Kommunikation spielt der Ton und die Wahl unserer Worte eine große Rolle, wie ihr sehen könnt. Wenn du zum Beispiel verletzt wurdest und dies der Person gegenüber in einem normalen Ton kommunizierst, wenn du sagst, hey, du hast mich verletzt, dann hat die Person die Möglichkeit, darüber nachzudenken und auch sich dann hoffentlich zu entschuldigen. Aber wenn du dann wütend bist und die Person angreift und sagt, hey, warum hast du das gemacht? Dann geht die Person automatisch auf Abwehr, was zu einem Streit führen könnte. Ruth zum Beispiel kommunizierte, dass sie Naomi nach Bethlehem folgen wollte und sie nichts davon abbringen würde. Und Naomi teilte ihren Freundinnen mit, dass sie verbittert war, damit sie wussten, dass sie traute und dementsprechend mit ihr umgehen würden. Nun kommen wir zum Schluss unserer Geschichte. Boas heiratete schließlich Ruth und sie gebar einen Sohn namens Obi. Er wurde der Vater von Isai, der dann der Vater von David wurde. Genau, König David. Durch das Buch Ruth haben wir heute gelernt, selbstlos, respektvoll, wertschätzend und demütig zu sein. Aufgrund dieser Eigenschaft war Ruth nicht nur ehrenhaft in den Augen eines reichen Mannes, sondern auch in den Augen von Gott. Und um ehrlich zu sein, Ruth hätte ohne Gottes Hilfe niemals diese starke, gottesfürchtige Frau sein können. Gott bittet dich heute nicht nur, dass du eine erfolgreiche Beziehung mit Menschen führst, sondern auch mit ihm. Er möchte derjenige sein, zu dem du dich wendest, wenn du Frieden brauchst. Er möchte dir beibringen, wie du andere lieben kannst, indem er dir Liebe zeigt. Und er möchte all deine Ängste und deine Wut durch Liebe und Frieden ersetzen. Lass uns zusammen beten. Ja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns jeden Tag zeigst, wie wir andere Menschen lieben können. Ich danke dir, dass du uns die Worte von Ruth oder die Taten von Ruth heute mitgeteilt hast, dass wir lernen können, wie wir selbstlos sein können. Und ich möchte jeden segnen, der heute hier ist und der vielleicht auch verletzt ist und einfach lernt, wie es kommuniziert und ja, dass er einfach weiß, dass du ihn liebst oder sie liebst. Und Vater, ich danke dir, dass du immer bei uns bist und dass du durch uns unsere Beziehungen stärkst. Dass wir durch dich unsere Beziehungen stärken. Danke, Vater, für alles. Amen.